Phase 4. Verlegen der Leitungen. An den Mauerwänden den Verlauf der Leitungen für die späteren Schlitzungen markieren. Hier sehen Sie, wie die Leitungen an der Gipskartonkonstruktion verlegt werden. Für die Brause die Warm- und Kaltwasserzuleitungen am Mischer vorbereiten. Für die Hammamkabine wird die Kaltwasserzuleitung mit einem Abzweig zu einem 0,5 Zoll Innengewinde vorbereitet und an der Öffnung an der Kante der Zarge montiert. Hier sehen Sie die Kalt- und Warmwasserzuleitung zum Mischer, die Wasserversorgung für das Becken und die Zuleitung zur Kopfbrause. Verlegt wird dann das Abflussrohr des Beckens sowie ein für hohe Temperaturen geeignetes Rohr mit einem 0,5 Zoll Innengewinde für den Kesselabfluss, beide zur Abflussgarnitur des Duschbeckens hin, und das Leerrohr für die elektrischen Leitungen. Fassen wir nun rasch unter Zuhilfenahme der Grafik zusammen. Vorzubereiten sind für die Dusche Warmwasser, Kaltwasser, Kopfbrause, für das Becken Kaltwasser, Abflussleitung zur Abflussgarnitur der Duschtasse. An der Säule die Kaltwasserzuleitung, Kesselabflussleitung zur Abflussgarnitur der Duschtasse hin, Anschluss der elektrischen Leitung.